Nach der aktiven Karriere brauchte ich auf jeden Fall erstmal 2-3 Jahre Ruhe. Man musste ein bisschen Abstand gewinnen, aber letztendlich kam dann der ehemalige Vorstand vom OSV auf mich zu und hat gefragt, ob ich mich engagieren möchte. Und da war dann eigentlich mein Entschluss ziemlich schnell klar, okay, ich möchte jetzt auch Verantwortung übernehmen und meinen Beitrag auch nach der aktiven Karriere dazu leisten. Na, erstmal so, denke ich, auch so richtungsweisend vielleicht Strategien zu entwickeln. Wie kann man den Frauenfußball hier in Jena und auch beim FCC weiter integrieren? Das Zukunftskonzept ist lustigerweise bei uns Frauen schon seit Jahren durchgesetzt, weil wir gar kein Geld dafür haben, irgendwelche großen Spielerinnen zu holen. Deswegen ist es im Frauenbereich relativ einfach, sage ich mal, diesen Stiefel weiter fortzusetzen. Und natürlich muss man auch gucken, dass man mit der ersten Mannschaft, was ja immer das Flaggschiff auch ist bei den Männern, so wie bei den Frauen, dass die halt trotzdem weiterhin erfolgreich Fußball spielen, weil dann kriegen wir auch nur die jungen, ambitionierten Talente hierher. Und da ist es natürlich eine entscheidende Aufgabe, dass die hier gute Infrastruktur vorfinden, dass die sich aber auch wohlfühlen, weil Talent alleine macht noch keinen Weltklasse-Spieler. Da muss man dann erstmal ein bisschen Gras fressen, damit man dann auch die 3 Punkte im Profifußball einfahren kann. FC Kaiserslautern ist, klar, man sagt immer Tradition, 1903, da war ich noch Quark im Schaufenster, noch nicht mal das. Klar, auf jeden Fall Tradition, Alleinschaft, Mentalität, potenziell über den Tellerrand hinausgucken, ne? Wenn man schaut, was für Aktionen durchgeführt werden, wo sich dieser Verein engagiert, und da hilft es einem einfach auch, diese Arbeit in den Gremien weiter fortzusetzen, weil man einfach sieht, okay, andere Menschen partizipieren davon ebenfalls. Ja, dass auch in schwierigen Zeiten man zusammenhalten muss und lieber miteinander reden über gewisse Dinge auf jeden Fall und dann gemeinsam fokussiert vorankommen.